In Kitzbühel findet heute die große Konstantinus Award Gala statt. Mit dieser Auszeichnung werden heuer zum 15. Mal hervorragende unternehmerische Leistungen aus den Branchen Unternehmensberatung, Informationstechnologie und Buchhaltung belohnt. Firmen aus ganz Österreich sind mit dabei. Initiator ist der Fachverband UBIT der Wirtschaftskammer Österreich. Für die Branche der UBIT, also Unternehmensberatung, IT und Buchhaltung, ist das der wichtige Preis schlechthin, denn er zeigt die hohe Qualität, die unsere Leistungen hervorbringen. In der Beratung, IT und Buchhaltung genauso. Die UBIT-Branche liefert in Österreich 27 Milliarden Umsatz ab. Das bedeutet, dass wir von 107 Fachverbänden der zweitwichtigste gemessen an der Bruttowertschöpfung sind. Das heißt, dort, wo es um das Wesentliche geht, sind wir ganz vorne mit dabei und da kann ich nur Danke an meine Mitglieder sagen. Es gibt 7 Kategorien, darunter Bereiche wie Industrie 4.0 und Smart Products, internationale Projekte, Mobile Apps oder auch Personal und Training. Die Qualität der vielfältigen Projekte ist hoch. Wir zeichnen Unternehmen gemeinsam mit ihren Kunden aus, um zu zeigen, was unsere Dienstleister, unsere Berater aus der Branche Informationstechnologie, aus der Branche Unternehmensberatung, was die drauf haben. Und das hilft natürlich den Unternehmen auch beim Markt. Sie sind erfolgreicher, aber es hilft uns auch, unsere eigenen Leistungen vor den Vorhang zu holen, zu zeigen, was wir alles drauf haben. Und vor allem gibt er die Wertschätzung den Unternehmern und Unternehmerinnen, die sie wirklich auch brauchen. Und der Konstantinus Award hat auch in den letzten Jahren wirklich gezeigt, dass er erfolgreich ist. Und wir haben vorher die einzelnen Projekte auch schon ein bisschen gesehen, der Nominierten. Und ich bin wirklich sehr beeindruckt. Eine 70-köpfige Expertenjury hat alle Hände voll zu tun, um die besten Leistungen aus allen 7 Kategorien zu ermitteln. Keine leichte Aufgabe, immerhin gibt es 146 eingereichte Projekte. Heute sind wir hier, um die Creme de la Creme in 7 Kategorien auszuzeichnen. Ja, das sind einmal Kategorie Innovation, das ist ein Kriterium wie Exportfähigkeit, ist aber auch eine Kategorie oder ich sage mal ein Kriterium, was ist die Wertschöpfung, die in Österreich bleibt. Was macht quasi die Kombination aus Beratung, Technologie? Es ist ja der Konstantinus für IT und Consulting. Und rundum, es ist das Thema Digitalisierung, was das Ganze so spannend macht. 7 Kategorien, 7 Gewinner. Und die kommen aus ganz Österreich. Die Tirolerin Sabrina Fill schafft es im Bereich Informationstechnologie mit dem Projekt Westside für das Amt der Tiroler Landesregierung auf Platz 3. Da geht es darum, dass die Freiwilligenzentren in ganz Tirol ihre Organisationen und Freiwilligen optimal koordinieren wollen. Und deshalb haben wir die Plattform gemacht, weil die einfach die passendsten Freiwilligen für die Organisationen, für deren freien Stellen aussucht und matcht. Der Konstantinus Award wird auf Initiative des Fachverbandes UBIT, also Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie, verliehen. Der Fachverband zählt 64.000 Mitglieder.